1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. Die Haushalte, die Tanzproben, die waren eigentlich immer lustig, wenn man Kader gehabt. Aber blöd, dass der so lang gestellt hat, eigentlich auch vorher. Ja, aber es war echt voll super. Ein bisschen unternehmen getanzt haben wir bei der Polonaise. Wurscht. Also am Donnerstag haben wir uns immer getroffen zum Basteln. Das war eigentlich immer cool gerade, die echte Bastler. Ja, es sind immer viele Leute gekommen und wir haben es probiert so locker zu machen, wie es noch geht, aber haben trotzdem was weitergebracht. Glaube ich, oder Sebastian? Ja. Das Aufbau war echt lustig, alle haben super zusammengearbeitet. Ein paar kleine Komplikationen hat es gegeben, mit Fotos runtergefallen sind, dass alles einmal in den Griff kriegt. Ja, ein paar Piratos sind uns auch runtergefallen, aber im Endeffekt hat dann alles gepasst. Gerade. Es hat ganz hübsch ausgeschaut. Ja, also am Samstagnachmittag vor dem Ball, da waren wir glaube ich schon alle ein bisschen nervös und so. Und dann, wie wir Spalier gestartet sind, ist die Spannung noch ein bisschen gestiegen, die ganzen Leute kommen zusammen und so weiter. Aber das ist dann natürlich schön, wenn die ganzen Verwandten kommen und wenn wir dann alle zusammen sein. Und ja, anstrengend war es auch, das 2 Stunden stehen, dann noch tanzen. Ja, anstrengend. Am Mitternachtslag nehmen sie so um 11:30 Uhr, haben wir sie im Atlantenkammer getroffen. Und dort ist dann wirklich eskaliert, weil, ich weiß nicht, war so eine gute Stimmung, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, ist dann 12 Uhr war ich da umgegangen. Haben alle eine super Garde gehabt und da alles hingekommen. Das ist ein geiles Feeling, wenn du auf der Bühne stehst und die ganzen Leute schauen dazu und du stehst da halt knockert unter Hosen mit dem Topf da und alle Leute schauen dich an und war ein geiler Moment. Mein Auto gefahren haben war, wie ich meine Freunde gesehen habe, von der Bühne aus, wie wir angestanden sind, haben wir gefeiert. Und dann sind die anderen hergekommen und haben mitgefeiert, das waren so lange. Ja, also mein Matrapal-Moment war, wie ich über die Treppen drüber gestimmt bin mit meiner Tanzpartnerin und da Matthias Vorstand hat meinen Namen gesagt und alle haben dann geklatscht, die Musik war cool. Mein Matrapal-Moment war eindeutig die neue Stimmung in der Matrapal-Kammer auf. Alle sind aufgekommen, sind die abgegangen und haben aufgekommen. Also die geilste Nacht in unserem Leben war eindeutig der Matrapal! Sowieso. Was soll ich? In der Mittagspause haben wir es immer schmecken lassen. Mittag am Samstag noch mit der Tobanball. Aber dann, wie wir Spiel gestanden sind. Du bist so im Vollrottel wieder. Wieso kannst du den Namen zusammenreißen? Kass!